pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Drehen wir mal mit dem. Verdächtig. Was ist mit dir? Was ist mit dir? What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? Ja, klar. I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Zwei Gedankenspielhinweise halten, okay. Dankeschön für die 5 Erdbeeren, Pia. So, ich gehe da mal. Sehr schade, würde gerne bleiben. Ja, ich weiß. Aber wenn du das auch spielen möchtest, dann ja. Ich weiß. Da ist Ektoplasma. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Gedankenspiele. Lady Craven deutet über den Tisch. Lady Craven schlug das Medium. Wett. Wie funktioniert das Spiel einfach? Kombinieren. Okay. Hallo David. Du kennst absolut gar nichts von Sherlock. Driver. Ja, wie gesagt, das hatte ich da vorgelesen. Dazu konnte ich nur nicht sehr viel wieder sagen, ne? Das brauche ich eigentlich gar nicht hier an. Bin. Doch, ich habe drauf reagiert, aber dann bist du gerade zum Essen. Das hast du dann leider nicht mitbekommen. Wie funktioniert das mit den Gedankenspielen? Thank you.
Was ist das eigentlich für ein Punkt da oben? Jetzt halt verschwindet. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Ah, es ist ja gut. Mal mit der Ruhe. 2 von 5. Was sind das eigentlich hier für beschriftete Sachen? Pale skin, quickened pulse. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. The feebleness of women. Darf ich auch raus, oder? Der komische Punkt da oben irritiert mich. Case da ab. Ist da verschwunden? Hä? Bacchus would find this place incredibly dull, don't you think? Bacchus would find this place incredibly dull, don't you think? Wo ist er denn jetzt? Hä? John, du machst mir Angst. Das war einfach der Punkt, okay. Das hat mich jetzt voll irritiert irgendwie. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Alle Apokalyptiker. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ich habe einfach am Tisch einfach alles übersehen. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? Ah, seems like you're ready to delve into your mind. Ach, jetzt kann ich die Gedankenspiele machen. Okay, langsam kommt's. Du hast genügend Hinweise gefunden, um Schluss zu folgen. Okay. Also die Frau saß wahrscheinlich hier. Da saß der Typ, da mit der Jacke. Hier saß der Mann, der Zigarre und so, also mit der Zigarre und so. Lady Craven deutet zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während des Hörens jemand im Atrium sah. Oh Gott, hier sind so viele Zettel und alles. Was ich frage, was das Ektoplasma auf dem Boden gemacht hat. Der Geist könnte sich nur nicht den Diamant laut meiner Beobachtung sah die Lady ziemlich erschöpft aus. Oh Gott. Und hat nun Puls, alles klar. Oh Gott. Genau. Okay, das reicht aber nicht, ne? Aktuellen Fall auswählen, einen Hinweis auswählen. Mit relevanten Hinweisen kombinieren. Neuen Hinweis und Fallmap erhalten.
Also muss ich jetzt in der Fallmappe lesen, oder wie? Boah, ich muss mit der Steuerung auch erstmal hier klarkommen. Lady Craven muss jemand draußen vor dem Fenster gesehen haben, da sie über den Tisch hinweg auf das Fenster zeigte. Ich bin mir sicher, dass sich während des Hörens jemand... ein Zeuge oder ein Komplize? Ich sollte mich dort nach etwaigen Spuren umsehen. Dürfen wir raus? Super. Was ist das denn? Das ist doch von einem Schuh, oder nicht? This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. So, so. Warum sitzt er jetzt dabei? Platscht er gerade mit seinen Schuhen im Pool? Alles klar hier. Was ist mit dem? Der ist so seltsam. Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. So, wenn du eine Spur folgen willst, musst du zunächst den dafür relevanten Hinweis anheften und dann mit R1 in den Konzentrationsmodus wechseln. Also ich muss das erst anheften. Okay. Ich hoffe, ob das jetzt richtig ist. Gut, dass wir das Tutorial machen. Schuh putzen mal anders. Auf jeden Fall. Gleich die Füße mitwaschen. Da ist er. Size 4 with a broken heel. Rose de Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... Oh, no, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Aus einer kleinen Sache wird jetzt eine Riesensache. Jetzt muss ich im ganzen Hotel nach die Dienstmädchen befragen. Jesus. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Will you find your princess? Schuhe der Größe 4 von einem Dienstmädchen. Was ist denn übersetzt Größe 4? Bei uns ist ja anders. Und in Amerika ist das auch anders. Aber was ist denn bei uns die Größe 4? Stimmt, so 37, 36, keine Ahnung. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Are you able to help me? Oh yes, I can tell you everything, sir. Das Personal sagte, dass das Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie durfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt. Lucia. Can I ask you a question? I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Can I ask you a question? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. This isn't working. You might need a different tack.
Can I ask you a question? Please, don't get angry, sir. But hey, das ist eine andere. This, I swear to you. Das ist eine andere, die sagt genau das Gleiche. Na gut. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Geht aber gestalkt ist auch, hätte das auch nicht tun dürfen. Also forbidden from peeking into private rooms, Miss Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Voll der Erpresser. Hallo, Rolfe. El Rolfe. So. Eine kleine Sache. Ein sehr teures Schmuckstück wurde entwendet. Ja. Was haben Sie im Zimmer gesehen? Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest, a glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you? Yes, she screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost, a sickly, evil thing. Okay. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? Mm-hmm. The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Oh, you scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. John, halt deine Klappe! I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. So, was passiert hier? Sniper, danke schön für dein Resub. 5 Monate schon? What? Das sind auch schon 5 Monate? Shit, danke schön für dein Resub mit dem Prime Gaming. Genügend Hinweisen kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. Interagiere mit dem wirbelnden Symbol in der Spielwelt, um zu beginnen. Und rekonstruiere dann den genauen Hergang. In diesem Fall musst du versuchen, die Seance-Teilnehmer richtig zu positionieren. Oh Gott. Ich sag euch, ich bin jetzt für dieses Spiel nicht gemacht. Erstmal hinsetzen. Was? Okay. Oh Gott. Rosi, du Drecksack! Alles seine Schuld!
Ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt funktioniert. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Ja. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing! It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching the diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Butter, das Butterbrot. Dankeschön für den Follow. Oh, Milka. Hose der Ehrenbruder Basis Lisa supported. Ja. Mit dem peinlichsten Clip von mir in diesem Jahr. Du Blödi! Mosi! Das kriegst du alles wieder! Milch in Butter. Ein schöner Name. So, kann ich hier irgendwie noch was zu schlussfolgern? Ich brauche echt eine Weile, bis ich in dem Spiel reinkomme, ne? Gar nicht so einfach. Wo sind die jetzt alle hin? Bester Clip des Jahres, kenne ich ihn schon? Ach, sehr ruhig. May I ask you something? I usually have an answer for everything, but not for this. Ich muss jetzt mal wieder was anderes hier anpinnen. Ne? 226 im Obergeschoss. Okay. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. With skills like that, this biblical lady could get a job in Scotland Yard. Do you know anything about this? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Meins ernst, von welchem Clip reden wir? Kannst du mal reinposten? Kennst du den Clip nicht mit Lady Craven is not who she seems. Remember her? Wo ich Chloe ausziehen wollte. Ich mach mal Pizza, mach das, Driver. Klatsch und Tratsch kann dich bei deinem aktuellen Fall aus der Sackgasse führen oder dir sogar einen neuen Fall verhelfen. Okay. Lady Craven is not who she's. Ich muss das auch noch schnell machen. Lady Craven is not. Oh Gott.
Oh, das ist ja richtig furchtbar. Auf Zeit musst du das denn. Oh. Ich. Ach dir. Deutsche Versprecher sind das Beste. Ja, das war mir so peinlich. Das war mir wirklich sehr peinlich. Wenn ich mir die ganzen OKR-Leute anschaue, bekomme ich British People by Like Videos Book. Kann ich verstehen. Habe ich bei Twitch Clips Germany gesehen und war sofort so, oh mein Gott, sie mag Fairy Tail. Ja, Fairy Tail. Mosi! Sei schuld. Ich habe sogar hier. Oh, das ist gerade sehr dunkel im Zimmer, aber ich hoffe, du siehst das. Ja, ich habe ein Fairy Tail Tattoo. Das ist doch sehr schön, Mosi. Doch, doch, ich habe das mitbekommen. Und ich hasse dich! Du hast den peinlichsten Clip eingereicht. Ich werde, das wirst du bezahlen. Ich hörte mit an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihren Beobachtungen zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatten zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Ist es so schlimm, dass man damit nicht umgehen kann? Jetzt checke ich, was hier abgeht. Ja. Ja, jetzt kommt es raus, ne? Das war Mosi schuld. Mega geil, das einzige Tattoo, was ich mir machen möchte, ist das Zeichen der Gilde. Ich habe das Zeichen hier hinter halt. Halt dahinter. Jeder, der Fairy Tail kennt, weiß, wie das Symbol ja aussieht. Ich habe es einfach dahinter so drin. Möchtest du es dann an einer bestimmten Stelle tätowieren, wie ein Magier? Also zum Beispiel Natsu oder Grey oder einfach auf dem Arm? Ich habe Angst, wenn ich dich jemals bei mir lese, mache ich aus. Ja, du solltest auch Angst haben, Mosi! Ich habe an einer Stelle wie ein Magier. Das ist sehr cool. Aber freut mich, dass es so viele Fairy Tale Fans gibt. Schaust du noch so für Animes, wenn ich fragen darf? Oh, jetzt wird's dramatisch. Ich muss das jetzt richtig machen, ne? You're here. At last. I didn't do that. I swear. I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Wurde sie erwürgt? Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not Alter. A murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. War Emma bei Ihnen? And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Okay. Identik. Mosi, dir ist klar, dass Lisa irgendwann einfach hinter dir auftaucht und dich wegschleift, oder? Jupp. Rennen, Mosi, rennen. Aber Dankeschön für deinen Support, Mosi, auf jeden Fall. Das ist sehr lieb von dir. Auch wenn du einen vorteilhafteren Clip hättest nehmen können. Und nicht den, wo es mir sehr peinlich ist. Wo ist das Medium gerade? Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him?
He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. Es scheint jetzt aber nicht sehr traurig oder so zu sein, dass sie da tot im Bett liegt. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed, and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Ja, ist halt wie Detektiv Conan. Überall, wo er auftaucht, passiert auf einmal Mord. Wir sollten erst einen Diebstahl irgendwie aufklären und jetzt ist sie tot. Ich bin der einzige Fairy Tale-Fan im Rio. Schau doch zum Beispiel Shaman King, Angels of Death, 02. Oh, sehr geile Animes. Kenne ich alle. Du hast einen guten Geschmack. Naja, sie ist ja nur sein Betty, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, trotzdem! Da müsste man trotzdem irgendwie geschockt oder so sein, weil, ne? Man hat ja trotzdem irgendwie eine Verbindung. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Heilige Scheiße. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Hier. Aha. Tief genug doppelter Boden. Why would she conceal all of this? This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor, die Motte. Das ist nämlich von dem Medium. Der hat nämlich auch diese Mottenbroschüre. Ich verabschiede mich mal. Viel Spaß noch beim Stream. Alles klar, Butter. Dann danke fürs Reinschauen. Und auf jeden Fall auch fürs Folgen. Virtus audacta sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Several thousand pounds. That's quite a fortune. Several thousand pounds, that's quite a fortune. Ich will was übersehen. Fard Rouge, Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Gewöhnlich billiges Messing, primitives Schloss. Das heißt, man kann einfach rein, das aufknacken.
Lord Craven, ich habe den Schadenersatz immer noch nicht erhalten, mit dem Sie mich für den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach Ihrer Tätigkeit bezahlen wollen. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach Ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn Sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Okay. Lord Craven scheint aber auf jeden Fall auch so ein ganz herzlicher Mensch zu sein. Leicht zu knacken wahrscheinlich, jo. Wäre eigentlich ziemlich gut in dem Spiel. War auch auf dem Prinzip, solche Fälle zu lösen. Ja, das Spiel war auch mega geil, das stimmt. Das war wirklich cool. Sehr geehrter Monsieur Craven, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls noch nicht abgeschlossen sind und der Ring noch nicht gefunden werden konnte. Wir mussten den Diener L.O. Dupont freilassen, da wir keinen Beweis dafür erbringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Ein Ring? Der hat die bestimmt erwürgt. Someone was not happy with his post. Someone was not happy with his post. Nee, der ist doch ziemlich temperamentvoll, ne? So, ich schau mal bei Gedankenspiele. Oh Gott. Das. Und das. Luca Galici besitzt Schmuck mit dem gleichen Mottenmotiv wie Miss Emma. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit? Durch die Zimmern von Luke. Ach, der ist sogar nebenan. Ach du Scheiße. Von Lord Craven wurde Schadenersatz für das Verprügeln von Bediensteten gefordert. Der Dieb, der Lord Craven auf Reisen bestellte, hängte seine Taten Dienern an, um den Verdacht von sich zu lenken. Okay, das passt nicht. Also auf jeden Fall ziemlich aggro. Lord Craven ist ein impulsiver Mensch, der bisweilen die Beherrschung verliert. Ja. Ich habe mir zwei Sachen von dir abgeguckt. Einmal, dass ich so viele Spiele offen habe, dass ich nicht hinterherkomme. Und B, dass ich einfach nicht aufhören kann. Das ist keine gute Eigenschaft, Musi. Zu viele Spiele aufmachen, also anfangen. Das ist nicht gut. Das sage ich dir jetzt schon. Das ist nicht gut. Da rollen die Dinge. Lord Craven wird definitiv mein Lieblingscharakter im Spiel. Ich sehe das schon. Ja, meiner auch. Aber ganz ehrlich, das ist wie Detektiv Conan. Die sind irgendwo und da passiert direkt ein Mord. So, was gibt's denn noch? Okay. Wer auch immer Miss Emma getötet hat, ließ den Diamanten neben ihrem leblosen Körper zurück.
Ich könnte auch das auswählen. Der Lord sah Miss Emma mit den Diamanten. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Miss Emma beim Verstecken des Diamanten. Dann hätte er sie bestimmt aber erwürgt. Wir können es ja noch nicht sagen, wer das ist. Wäre das nicht zu voreilig? Ja, ja, ich hab mir das hier gewählt. Weil ich kann es noch nicht sagen. Das Schloss lässt sich ja auch schnell knacken und das ist genau neben dem anderen. Und warum hat sie so eine... Er hat eine Broschüre mit einer Motte und sie hat auch so ein Symbol mit einer Motte. Aber es gibt doch Geister in Köln, oder? Ach, es ist dieses Wochenende dann, Mosi. Was haben wir heute? Mittwoch, ne? Ah, es ist schon Mittwoch? Wow, die Woche ist echt schnell bis jetzt vergangen. Okay, das ist jetzt nur rumgeraten gewesen. Der Schlüssel wird an der Rezeption aufbewahrt. Im Geheimfach bei Lady Cravens Kosmetik-Utensilien fand ich viel Bargeld und unter anderem einen Familienring. Sie spekulieren darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Mhm. Der Geist erschien bei Chaos aus. Das hatten wir schon. Miss Emma liegt tot in ihrem Bett. Ihr Leichnam ist noch warm. Lord Craven steht schockiert und besorgt daneben. Die Blutergüsse an ihrem Hals offenbaren, dass sie mit bloßen Händen erwürgt wurde. Auf dem Bett herrscht große Unordnung. Offensichtlich hat sie um ihr Leben gekämpft. Neben ihr liegt ein großer Diamant und Lord Craven hat bestätigt, dass es sich dabei um den während der Senorns gestohlenen Edelstein handelt. Die Damenhandtasche der Toten befindet sich auf dem Bett und ihr Inhalt liegt ausgeleert daneben, so als ob jemand etwas gesucht hätte. Die Tür zwischen den beiden Zimmern ist mit einem einfachen Schloss versehen. Menzinol, danke schön für den Follow. Oh, Lisa, dein Ernst? Ja, mein Ernst, es tut mir sehr leid. Ich habe immer so eine komische Gedanken. Es tut mir leid. Ah, ich erinnere mich an die grottenschlechte Folge mit der Samurai-Folge. Ich sag nur fast wohl, der ist ja noch warm. Richtig. So, der Raum müsste ja dann hier neben sein, ne? Irgendwo, da. Geh mal kurz runter zur Rezeption, ob ich den Schlüssel bekomme. Wahrscheinlich nicht, weil wir sind ja halt nur, ne? Befugt, aber ich kann es ja versuchen. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. Der gibt mir das? We do not want to see our reputation damaged. Ich hätte nicht gedacht. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Die Polizei wird so oder so kommen müssen. Rüstung. Fucking Handy! Ich kann dein Tut mir leid langsam nicht mehr glauben, Lisa. Ich kann dir auch nicht glauben, Yami. Jetzt wollte ich Mosi sagen. Ich hasse euch beide. Mann! Seid beide Säcke. Guten Tag! Sag mal, der ist immer da drin. Ist er ein Geist oder so? Er ist der Geist hier. Er ist überall einfach drin und sitzt auf dem Bett. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Sieht für mich ganz anders gerade aus, aber okay.
or weapons and defenses against visitors from the great. Ist einfach überall drin. So war das jetzt nicht gemeint, aber. Hmm. Someone is making the most of his stay. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but that's this time. Ektoplasma auf dem Tisch. Nein, jetzt hat es eingesteckt. Was soll ist das denn jetzt? Chemie? Oh Gott. Help. Ich glaube, ich muss nochmal zur Schule gehen. Was zur Hölle? Funktioniert das? Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Wie Mathe kommt auch noch vor. Ja, ich hoffe nicht. Was, wie genau funktioniert das jetzt hier? Halten und verknüpfen. Oh Gott, ich habe einfach keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Chemie, ich bin raus. Ich weiß nicht mal, wie dieses Menü hier funktioniert. Also hier sind die zwei Symbole hier, das sind ja die beiden hier, aber ja. Ist seit über eine Stunde kurz AFK. Ob bei ihm alles gut ist? Weiß ich nicht. Sein Kurz ist immer irgendwie seltsam. Er ist immer irgendwie ziemlich lange verschwunden. Hat jemand einen Plan, wie das hier funktioniert? Hilfe. Ah. Oder substanzgemäß Ziel vom Rechts herstellen. Zwei Reagenzien hinausziehen. Eine Aktion hinausziehen. Reagenzien mit Aktion verknüpfen. Was? Damit Ergebnis Zielform entspricht. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Nee, Mosi, der Bus würde dann bei dir gar nicht ankommen. Dafür würde ich nämlich sorgen. Du sitzt denn dafür immer. Aha. Bin einen Schritt weiter. Nice. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich finde das Menü irgendwie ein bisschen verwirrend einfach. Also das soll rauskommen. Chemische Analyse. Muss ich die hier aber drin platzieren oder? Ich kann aber nur ein... Hä?
Gott, das ist ja voll schrecklich. Das funktioniert nicht. Also es verbindet sich nicht mit oben.